Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin hier in Dunkelforst unterwegs für eine neue Sammelquest und ich liebe Sammelquests. Und ihr bekommt hier als Belohnung einen super tollen Einrichtungsgegenstand, nämlich einen Wandteppich. Den finde ich richtig mega. Ja, und um den zu bekommen, braucht ihr 15 Teile, beziehungsweise in dem Fall 15 Spuren, denn wir finden jetzt erstmal nur die Spuren. Ausbuddeln müssen wir es danach dann auch noch. Und bei 15 Teilen macht das dann einen Wandteppich. Ihr müsst dafür in der Archäologie ein bisschen fortgeschritten sein. Die Spuren sind blau, also jetzt nicht ganz immens hoch, gibt ja danach auch noch lila und gold. Also blau, finde ich, geht immer noch. Aber ihr müsst zumindest dann angefangen haben, sonst nützen euch die Spuren herzlich wenig. Dann könnt ihr sie nämlich nicht ausbuddeln. Ihr habt für jede Spur 30 Tage Zeit. Also im Zweifelsfall habt ihr dann noch Zeit, euch hochzuleveln, falls ihr nicht hoch genug seid. Also kein Problem. Ja, wo genau befinde ich mich denn jetzt? In Dunkelforst hier so auf der linken Seite. Das heißt, ihr nehmt den Wegschrein entweder von Grenzburg oder auch den Wegschrein des Umlands von Leerwien. Das ist relativ egal. Ihr lauft dann den Weg entsprechend entweder runter oder hoch, bis ihr hier beim Wasserfall seid. Dann lauft ihr diesen Wasserfall oder am Wasserfall einfach hier nach oben, bis ihr, upsie, vor dieser Höhle steht. Da kommt ja eigentlich automatisch hin. Also wenn ich jetzt so ein Stückchen runtergehe, dann stehen wir hier schon wieder am Wasserfall. Also hier würdet ihr quasi hochkommen. Zeigt das nochmal auf der Karte. Upsi. So, hier würdet ihr also quasi hochkommen. Und wenn ihr dann eben entsprechend noch ein Stückchen weitergeht, an dem Baumstamm hier vorbei, dann habt ihr hier so eine kleine Mini-Höhle. Nochmal genau auf der Karte. Ist halt nochmal ein Stückchen entfernt hier von dem Wasserfall. Und wenn ihr dann in die Höhle hineingeht, findet ihr jede Menge Gold. Nein, kleiner Scherz, aber immer zwei Gold, ne? Bei den Talern nicht Erd und so. Aber hier habt ihr auf alle Fälle dieses Glitzernde. Und immer wenn hier im Spiel irgendwas ist, was glitzert, bitte immer mitnehmen. Gehört immer zu irgendeiner Sammelquest. Also da macht ihr nichts Falsches. Und wenn wirklich eine Quest dazugehört, das ist in dem Fall nicht der Fall, könnt ihr die Quest immer später auch noch holen. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, wenn ich diesen Teppichfetzen jetzt aufnehme, dann wird mir hier angezeigt, ich habe hier die mottenzerfressene Wandteppichspur gefunden und kann die dann ausbuddeln. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo genau finde ich die Spur? Dazu öffnet ihr euer Journal, geht hier auf die Antiquitäten und dann werden euch die Spuren angezeigt, die ihr dann ausbuddeln könnt. Das heißt, hier bei dem Wandteppich könnt ihr die tatsächlich auch direkt in Dunkelforst ausbuddeln. Ist nicht immer das gleiche Gebiet, das steht aber dabei, wo ihr es dann ausbuddeln könnt. Und ja, das Ganze müssen wir dann 15 Mal machen. 15 Spuren brauchen wir. Dann habt ihr diesen Teppich wirklich komplett. Die anderen Spuren verlinke ich unten im Text und wünsche euch dann viel Spaß beim Ausbuddeln und später natürlich super viel Spaß mit diesem tollen Einrichtungsgegenstand. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.